Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. Wir haben gerade eben alle Teile von Rose in den Altar eingesetzt, wodurch sich eine neue Passage geöffnet hat, die wir dann direkt begehen werden. Beziehungsweise diese Passage, die kennen wir ja eigentlich bereits, wenn ich mal so auf die Map gucke. Sie führt uns ja zurück zum Zeremonienplatz, aber ich wette, dort wird uns jetzt etwas Neues erwarten. Oh je. Was war das? Gute Frage, nächste Frage. Es war irgendwas Großes, so viel steht fest. Ich nehme mal an, jetzt wird sich ein neuer Weg finden, richtig? Kelch des Giganten, der steinerne Sockel vom Altar, jetzt vollständig mit den vier Flakons. So. Nun. Okay. Oh, ich bekomme gerade die Bronzetrophäe, so weit, so gut. Okay, dafür, dass ich wohl den Kelch des Giganten jetzt hier benutzt habe. Ich nutze die Zeit und gehe mal ein kleines bisschen im Kreis rum. Ne? So. In aller Ruhe. Ich gehe jetzt nämlich mal stark davon aus, dass wir so langsam aber sicher ins finale Gebiet vom Spiel gehen werden. Schätze habe ich immerhin alle, die hier auf der Map markiert worden sind, gesammelt. Ja, dass ich das hier bei Moreau immer noch nicht bekommen habe, beziehungsweise dass ich das so schnell verpasst habe, ärgert mich ehrlich gesagt immer noch. Scheint aber auch echt ein sehr kleines Zeitfenster zu sein. Also das ist ein sozusagen recht gut verpassbarer Ort. Man kann ihn nur dann erreichen, nachdem er das Wasser Mach dir abgelassen keine hat. Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, Okay. komm einfach über die Brücke. Okay. Ich höre jetzt noch so ein leichtes Herzschlagen. Ist das Ethans Herz? Das jetzt gerade in seinem Trommelfell pocht. Hallo, krass große Fabrik. Oh Mann. Das habe ich mir schon viel eher als das Hauptquartier von Heisenberg vorgestellt. Aber, irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass ich mich jetzt so langsam aber sicher in Richtung Mutter Miranda begebe. Ne? Auch wenn Heisenberg hier jetzt als abgehakt gilt. Für mich ist er noch lange nicht abgehakt, der Kerl. So viel steht fest. Okay. Ja, speichern wir erstmal ab. So, und weiter geht's. Oh je, oh je. Oh. Ethan Winters, willkommen. Du hast Donna und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Erstens Was glaube soll ich das dir werden? nicht. Zweitens, du hast erwähnt, dass ich Donna besiegt habe und Moreau, aber was ist mit Lady Dimitrescu? Die ist dir scheinbar scheißegal, was? Ich meine, gut, in der Anfangssequenz, wo sie vorgestellt worden sind, da sind sie sicher auch ziemlich an die Gurgel gegangen, aber dass er sie noch nicht mal namentlich erwähnt, dass wir sie bezwungen haben. Ich dachte eher so, ach ja, Lady Dimitrescu hast du auch bezwungen, aber das ist für mich eine noch größere Wohltat als der Tod der anderen beiden. Hätte ich jetzt so erwartet, ne? Dass er Ethan dafür dankt, dass er sie getötet hat. Dass er diejenige getötet hat, mit der er sich am wenigsten verstanden hat, offensichtlich. Heisenbergs Fabrik. Uiuiui. Hier ist ein riesiges Feld.
Wenn jetzt kein großer Kampf drauf stattfindet, dann auf jeden Fall später. Zumindest wirkt es so. Das sieht aus wie... Oh, alter Panzer. Das sieht aus wie Boss-Areal. Vor allen Dingen all die metallenen Gegenstände, die hier rumliegen. Panzer, Stahlträger, ne, Strommasten. Alles Dinge, die er wahrscheinlich in seinem Bosskampf gegen uns mit Freuden auf uns schmeißen wird, ne? Stacheldraht, Wasserturm, ne? Schön alles alles Möglichkeiten, Ethan darunter zu begraben, ne? Okay. Alles vollautomatisiert. Ich traue dem Typen nicht, dass das keine Falle sein soll. Wer es glaubt, wird selig. Was haben wir hier? Schießpulver? Okay. Das ist in Ordnung. Scheint tatsächlich schon alles in dem Raum gewesen zu sein. Hier geht's noch weiter. Moment. Vorher schaue ich hier nochmal. Okay, das geht gar nicht auf. Alles klar. So. Sieht alles gut aus soweit. Okay, hier der Raum. Hier lässt sich einiges finden. Flüssige Chemikalie. Was steht hier drauf? High Power Gas Dove. Also so eine Art, ja, spontaner, kleiner Gasgrill. Fürs Campen normalerweise. Okay, das kann ich zur Seite zerren, aber ja, okay, woanders scheint jetzt nichts zu liegen. Okay, da sieht man schon mal das Bild von Lady Dimitrescu durchgekreuzt. Die von den anderen Grafen vielleicht auch. Oh ja. Was ist das? Mia? Wahrheit tut weh, hm? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass es ein Spiel ist? Okay, Entschuldigung, dass ich jetzt an dieser Stelle pausieren muss, aber ich muss kurz unterbrechen an der Stelle, weil später denke ich wahrscheinlich nicht mehr dran. Warum? Der Typ hat gerade eben eine Klappe im Boden geöffnet und hat sie offen gelassen, wo unten offensichtlich irgendein krasses Viech ist, das motorisch klingt. Also entweder ist es eine Maschine, was ich nicht glaube. Ich glaube eher, es ist irgendeine Art, keine Ahnung, ein Mutant, der nochmal mit Technik aufgewertet worden ist. Vielleicht ein Viech mit Kettensägen statt Händen. Ja, was Resident Evil angeht, würde mich das ehrlich gesagt nicht wundern. Ne? Gerade was Kettensägen angeht, seit dem vierten Teil, ne, sind die ja sehr präsent. Naja, jedenfalls, warum sollte sich Ethan jetzt auf einen Stuhl setzen, mit dem Rücken zu dieser geöffneten Bodenklappe, wo Heisenberg ihn jederzeit mit einem gezielten Tritt oder einem Telekinese-Schubser einfach mal runterwerfen kann? Also meine Meinung ist, was jetzt passieren wird, meine Prediction, dass, ja, das Gespräch irgendwie schief laufen wird. Ja, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass Ethan zu wütend ist oder dass Heisenberg nicht die Antwort bekommt, die er gerne hätte. Irgendwas wird passieren und Heisenberg kann Ethan dann schön leicht nach unten schubsen zu dem Viech, das wir da unten gerade gehört haben. Das ist jetzt so meine Vermutung, wie die Szene laufen wird, weil ganz ehrlich, ich würde mich niemals auf einen Stuhl setzen, wenn ich Ethan wäre, mit dem Rücken zu einer offenen Bodenluke. Ich würde erstmal das Ding zumachen und mich dann hinsetzen. Ich meine, zugegeben, Heisenberg mit seinen Fähigkeiten, der könnte wahrscheinlich auch telekinetisch die Bodenklappe wieder öffnen und Ethan trotzdem runterschmeißen. Aber trotzdem, das Mindeste, was ich getan hätte, wäre sicherzustellen, dass das Ding zu ist. Hätte vielleicht nicht viel gebracht im Endeffekt, aber ich sehe die Katastrophe schon von Weitem kommen. Ich sagte, setz dich! Okay, er wurde gezwungen, zugegeben.
ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. What? Verdammt! Oh, Scheiße, okay. Okay. Scheiße. Okay, von den Details her ist es ein kleines bisschen anders abgelaufen, als ich es vermutet hatte, aber im Endeffekt, ne, dass Ethan da runter befördert wird, ah, es war mir so klar, ne, warum sonst würde er die Bodenluke offen lassen, ne? Ja. Naja, egal. What the fuck ist das für ein Ding? Ein Propellerkopf. Scheiße. Oh Gott. Scheiße. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen... Oh, scheiße. Oh nein, da kommt er schon. Fuck, 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 da rein. Okay. Scheiß drauf. Was war das für ein Ding? Ja, das denke ich mir aber auch gerade. Scheiße, ey. Okay, Kettensäge? Nein. Aber, okay, mal was anderes. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ein Propellerviech. Okay, mal was anderes. Zugegeben. Finde ich gut. Ah, aber es war sowas von klar, ne? Hier, der Heisenberg hat natürlich schön irgendwelche Cyborgs gezüchtet, sozusagen. Ist da gerade was rechts runtergeflogen? Ach, das Ding. Kranarm. Oh, Mann. Metallreste. Ah, hier ist noch ein bisschen was zu finden, scheinbar. Rostige Reste, immer noch. Alter. Die Frage ist, wird das das einzige Viech, ups, hier sein oder kommt noch was? Ich habe das Gefühl, der Heisenberg hat hier noch ein bisschen was anderes in petto. Oh Gott. Okay. Ich dachte schon, ich müsste mich beeilen, weil das Ding mich sonst zerquetscht. Zum Glück nicht. Okay. Ist der Weg doch ein anderer? Ah, da. Okay. Kriegen wir hin, oder? Jawohl. Ein beherzter Sprung, fertig. Aber ganz ehrlich, eine Sache, die ich mich, na toll, frage, warum genau will Mutter Miranda jetzt Ethan in ihre Familie aufnehmen? Oh Gott, hi. Na ganz groß. Ah.
So, fertig. Oh, polykristalliner Schädel. 1450 Lei, die sind schon ein bisschen mehr wert. Klar, weil ihre Birnen etwas mehr aushalten. So, was haben wir denn hier? 2400 Lei. Okay, das war auch alles. Sehr gut. Uff. Okay, also Heisenberg hat keinen Bock auf Mutter Miranda. Ihm scheint es nicht zu gefallen, was sie mit ihm angestellt hat, ne? Wodurch er so geworden ist. Keine Ahnung, oder... Scheiße. Wow. Ich muss zurück nach oben. Krass. Aber sei es wie es sei, vielleicht ist auch einfach nur der rebellische Typ, ne? Will selber am Schalthebel sitzen. Ups. Scharfschützenmuni, nice. Naja... Zugegeben, ich hätte es auch gerne gesehen, wie die beiden zusammengearbeitet haben. Hätte wahrscheinlich eh nicht... Hi, Duke. Da hast du dir mal wieder einen interessanten Ort ausgesucht zum Lagern. Okay. Moment. Lieber erstmal zum Duke gehen, bevor ich hier jetzt weitermache. Ah, okay. Ich kann mir Stockwerke aussuchen. Mache ich gleich. Erstmal gucken, gucken, gucken. Boah, guckt euch das mal an. Sieht schon geil aus, ne? Was ich jetzt mittlerweile auch vergessen habe zu erwähnen, die Berge, die hinter der Fabrik von Heisenberg waren, die sahen ja auch geil aus, oder? Willkommen, Ethan. Ah, was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Stimmt, ich habe ja nur einen weiteren Fisch erwischt. Bringt mir nichts. Ich habe gerade aufgestockt. Ach ja. Na dann schauen wir doch mal. Was hast du denn Neues? Noch ein Zusatzkoffer. Sehr gut. Für 50.000. Immer her damit. Immer her damit. So, noch etwas? Das nehme ich auch sehr gerne mit. Was haben wir denn hier? V61 Custom. Eine Pistole. Eine durchschlagskräftige, vollautomatische Maschinenpistole. Voll ausgerüstet verfügt sie über beeindruckende Feuerkraft. Hallo? Habe ich nichts gegen. Und eine SYG 12er Flinte. Eine halbautomatische Flinte, mit der sich zielgenau einzelne Gegner ausschalten lassen. Erweiterbar für noch bessere Feuerkraft. Alter, aber wie oft die sich aufwerten lässt. Holy moly. Interessant. Was haben wir sonst noch? Hier SYG und V61 Custom. Können wir uns schon mal Zubehör holen. Was haben wir hier? Erweiterte Trommel Wolfsbane. Ach, für 100.000. Her damit. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Packen wir auch direkt rein, weil das Magazin ist eh leer. Kann uns nur von Vorteil sein. Oh Mist. Jetzt habe ich nicht mehr genug für das Zeug. Oh shit. Hm. Hätte nicht gedacht, dass ich da noch einmal in Bedrängnis geraten würde. Aber das Snipergewehr können wir nochmal aufwerten. Was? Ah, schon gut. Das war's. Boah. Okay. Unser ganzes Geld können wir jetzt... Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Tatsächlich ordentlich aussortieren. Wir könnten das Wild verkaufen und das Geflügel, aber... Hm. Ich weiß ja nicht. Das, was wir hier jetzt an... Rezepten bekommen haben. Das wird wahrscheinlich alles sein, was wir das Spiel über bekommen. Hm. Essen ist Leben. Das stimmt, mein Freund. Ja, komm. Ich verkaufe das Ganze mal. Den Fisch behalte ich, weil den müssen wir noch abliefern. Moment. Ich gehe nur noch mal kurz sicher, dass ich hier nichts abliefern muss. An Wild und Geflügel. Nö, da ist alles schon... Sie ist Investition, Ethan. Da ist schon alles intus. Okay. Na dann. Bams. So. Das sollte es dann doch gewesen sein. Was die Waffen angeht... Die könnte ich auch nach und nach verticken, aber ich warte lieber noch ein bisschen. Mit der Zeit werden wir sicher noch was finden. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Sehr gerne.
Ich spare erstmal noch ein bisschen. Ach ja, das Tagebuch von Ethan sollten wir uns demnächst jetzt auch mal durchlesen. Vielleicht jetzt als nächstes direkt. Erstmal vermindert Rückstoß beträchtlich. Okay. Stimmt ja, wir haben die dazugehörigen Waffen noch gar nicht gekauft. Gut. Erstmal nachladen hier. So, so. Haben wir erstmal von allem wieder ordentlich was. Ja. Das Zubehör für das Zeug müssen wir erst einmal noch... Also wir müssen erstmal noch die Waffen, die dazugehören, holen. Eins nach dem anderen, ne? Kann ich mir den Plan hier mitnehmen? B4 Rohstoffe. Na gut, scheint nicht möglich zu sein. Ein Speicherpunkt ist hier nicht zufällig. Nö. Okay. Schauen wir uns erstmal auf dem Stockwerk um, soweit es möglich ist. Langer, langer, roter Gang. Finde ich jetzt nicht so dufte. Okay, irgendwas scheint hinter der Tür zu sein. Eine Art Steuereinheit. Sieht leicht zerstörbar aus. Okay. Schaue ich mal gleich. Erstmal Schießpulver. War es das schon in dem Raum? Yo. Testen wir es doch mal. Yo. Es klappt tatsächlich. Hi. Oh. Wow, ein Schuss hat nur noch gefehlt. Polykristalliner Schädel, 1090 Lei. Wir schauen mal. Im Laufe des Fabriklevels werden wir bestimmt auch wieder einiges an Lei ansparen. Dann werden wir uns bestimmt beide neuen Waffen leisten können. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, scheint nicht genug Strom drauf zu sein. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Ding mehr Saft kriegt, ne? Wird hier doch irgendwo möglich sein, bin ich mir sicher. Okay. Ah, hi. Na, was geht? Erstmal die Steuereinheiten wegballern und dann Bams. Bams. Alter, ernsthaft? So. Gut so. Geht doch. Alles nachladen. So. Okay. Komm. So. Das hier auch nochmal. Nochmal ein bisschen Kohle. War es das hier schon? Jo. Im oberen Stockwerk war da vielleicht noch was? Ich schau vorsichtshalber nochmal. Nö. Irgendwas. Okay. Kann sein, dass es auf der anderen Seite hier ist. Kann aber auch sein, dass es hier irgendwo ist. Abschießbare Kristalle sehe ich hier jetzt spontan nicht. Schade. Aber vielleicht, ja, wie gesagt, die Tür da oben. Zu der muss ich ja sowieso noch hin. Von daher, bis dahin lässt sich vielleicht was auftreiben. Von der anderen Seite verschlossen, Mist. Mehr rostige Reste. Irgendwo höre ich wieder Monstergeräusche. Flüssige Chemikalie, sehr gut. Was ist da? Gießanlage. Okay. Aber ohne Kokille ist sie nutzlos. Alles klar. Momentchen mal. Wenn sie doch so schön auf einer Stelle stehen. Mist. Ach komm. Als ob ihr nicht gestorben seid.
Meine Fresse, wie viel hältst du noch aus? Unfassbar. So, Moment. Das hier vorsichtshalber noch nachladen. Ich habe ja noch einiges an Blendmunition. Vielleicht sollte ich das mal langsam benutzen. So, wechseln wir mal kurz. So. Was haben wir hier? Was? Dietrich vielleicht? Yo. Okay. Gelbquarz. Nehme ich. So, Schießpulver. Okay. Oh Gott, hi. Der Typ sieht aus, als hätte er eine Kettensäge im Schoß und würde sich nicht davor scheuen, sie gleich zu benutzen. Ganz unangenehme Situation jetzt. Okay, doch keine Kettensäge, ein Bohrarm. Wird genauso unangenehm sein, wenn er mich damit auf Tuchfühlung kommen lässt. Der wird doch safe gleich aufstehen. Ihr könnt mir doch nichts erzählen hier. Mega großer Kopf. Oh, Reliefkokille. Alles klar. Und lass mich raten. Ja, yeah. Es war so klar. Ich laufe, ich nehme die Beine in die Hand. Den Typen will ich lieber erstmal nicht bekämpfen. Nein, danke. Da habe ich Besseres zu tun. Oh, Moment, jetzt bin ich dran vorbeigelaufen, mich Depp. Wo ist es denn? Reliefkokiller. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist gut jetzt? Pferderelief. Okay. Danke. So, jetzt weiß ich allerdings nicht. Wandvertiefung, hä? Oh. Echt? Hier direkt? ein gusseisernes Relief eines Pferdes. Nice. Aber irgendetwas habe ich hier immer noch übersehen. Was denn? Irgendetwas scheint hier noch zum Einsammeln zu sein. Hoffentlich nicht auf der anderen Seite von dieser Tür. Na komm schon. Irgendwas wird hier doch noch rumliegen. Hier vielleicht? Hä? Okay. Nette Röntgenbilder, aber das wird es wohl nicht gewesen sein. Ganz komisch. Wieso finde ich hier nichts? Gilt das hier noch als Erweiterung? Vielleicht. Schauen wir mal. Oh, Jesus Christ. So. Wow, hey, wow. Ernsthaft? Ja. So. Assifi. Nachladen. So. Was haben wir denn hier? Ah. Schon wieder was, was nur mit einem Dietrich zu öffnen ist. Gibt's doch nicht. Was ist das denn? Schon wieder irgendwas mit einem Pferd. Dietrich. Heisenbergs Schlüssel. Okay. So. Okay, Maschinenraum. Na super. Wow. Okay, go. Puh. Servus. Na, seid ihr doof genug, um hier durchzulaufen? Aua. Mist.
Immerhin, die kommen dann schon vorgeschädigt hierher. Ist doch schon mal was. Vielleicht werden sie sogar mehr als einmal getroffen. Ja, geil. Kann ich mir schön Munition sparen für die Viecher. Kommt da noch einer? Nee, der wandert da hinten noch rum. Ja, dachte ich mir schon, dass das zu spät war. Mist. So. Passt. Kommt der? Ich sehe nichts. Scheiße. Gott, wie kacke ich jetzt gerade hier bin. Das erste Mal habe ich es noch super hingekriegt, aber danach? Hi. Ja, komm. Oh. Yes. Komm, komm. Ja, geil. Er geht nochmal zurück, der Idiot. Alter. Mega nice. Au. All die Schüsse, die daneben gingen. Jeder einzelne tat sehr weh. Jetzt. So. Okay. Jetzt. Gut. Das klappt doch schon mal besser. So, habe ich hier alles? Nein? Ernsthaft? Aber soll ich es riskieren, zurückzulaufen und dabei Schaden zu nehmen? Ich weiß ja nicht. Hm. Jetzt. Meine Antwort lautet offensichtlich ja. Ha. Wo könnte denn noch was sein? Hier so. Oder hier in der Mitte? Da! Explosivgeschoss. Okay. Alles klar. Für das eine Explosivgeschoss hat es sich doch gelohnt, denke ich mal. Ha. Boah, das war jetzt knapp. Ich glaube, ich bin an der Ecke so hängen geblieben, dass ich beinahe getroffen worden wäre. Ha. 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 Okay. Passt. So, dann mal ab nach oben. So, rostige Reste. Haben wir hier oben auch schon alles. Auf mit dem Ding. Okay, automatischer Speicherpunkt. Ah, schon wieder was von der anderen Seite verschlossen ist. Gott! Aber wie ist Schrei zurück? Ich war hier doch schon mal. Oder nicht? Ich dachte schon, what the fuck? Da sind ja noch mehr von diesen Typen. Einen von denen habe ich doch vorhin noch gesehen. Oh, hi. Das sieht aus wie eine Schwachstelle, die ich mit einer Rohrbombe einreißen kann. Ich probiere das mal direkt. Zack. Nice. So, was haben wir denn hier Schönes? Flintenmunition, geil. Mechanisches Teilzylinder. Keine Ahnung wofür. Wird sich schon noch irgendwie herausstellen, wofür ich das brauchen werde. Schalter. Kann ich hier irgendwie jetzt zurück zum Speicherpunkt laufen? Geht das? Strom habe ich ja eh noch nicht eingestellt. Warte mal, kann ich überhaupt zu einem Speicherpunkt weiterlaufen? Ich weiß es gar nicht. Ich kann zum Duke weiterlaufen, bei dem ich theoretisch den Aufzug benutzen kann. Falls es überhaupt geht. Soweit ich das gesehen habe, könnte er funktionieren. Aber hier scheint ja... Entweder ist nur in gewissen Teilen der Fabrik kein Strom oder ist es überall kein Strom. Aber manche der Maschinen arbeiten ja. Also, Strom da ist, kann im Moment nicht verwendet werden. Muss ja teilweise Strom da sein. Na, Hauptsache, dem geht's gut, ne? Ach, hier ist doch eine Schreibmaschine. Mensch, habe ich gerade eben tatsächlich übersehen. Alles klar, Leute, dann speichere ich an dieser Stelle manuell.
Und dann werde ich an der Stelle auch erstmal für heute den Part beenden. Also dann, Leute, an der Stelle, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.